Jetzt sag auch, da bin ich wieder, Bigger Nox Barbecue. Leute, heute mal kein gewöhnliches Video, sondern was zu einem ernsten Thema. Ich wurde nämlich oft angefragt, David, willst du nicht auch mal was dazu sagen? Und zwar zu der Situation in der Ukraine, beziehungsweise Krieg in Europa. Ja, und eigentlich wollte ich kein Video machen, aber Steffi hat mich das Besseren belehrt, deswegen machen wir eins. Und ich will euch mal mit minimalsten Mitteln zeigen, wie auch wir helfen können. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann hoffe ich, dass ihr dran seid. Eigentlich bin ich gar nicht der Typ dafür, wenn ich helfe und wir helfen, dann dafür ein Video zu machen oder davon ein Video zu machen, um da irgendwelche Lorbeeren einzuheimsen. Das ist einfach nicht meins. Das sind wir beide nicht. Wir helfen einfach und halten die Fresse. So, aber... Ja, und deswegen hätte ich auch kein Video gemacht, aber Steffi hat gesagt, ey, weißt du was, mach doch so ein Video. Dich haben die Leute angeschrieben und du hast so eine gewisse Reichweite. Und wenn nur einer das dann auch so macht wie du oder Bock darauf hat, dann haben wir schon wieder geholfen. Dann wäre das auch mega. Und da hat sie auch recht, das ist so. Denn aktuell, Leute, was in Europa los ist, beziehungsweise in der Ukraine, größte Scheiße. Und die flüchten alle, gerade die Frauen und Kinder. Und viele kommen ja auch hier in Deutschland an, so auch bei uns im Bekanntenkreis. Wir haben eine Bekannte, die hat jetzt 8, 9 Flüchtlinge aufgenommen in ihrer Wohnung. 8. Die sind da jetzt zu 11 in der Wohnung. Und da kommen noch 4. So, und wie ihr euch vorstellen könnt, da fehlt es an allem. Die hatten nur die nötigsten Sachen an. Deswegen haben wir hier schon so ein letztes Wochenende mal so eine Kofferraumladung, Kleidung von unseren Freunden eingesammelt hingebracht. Aber da fehlt es auch an Hygieneartikeln, an allem eigentlich. Ne? Und vor allem auch am Essen, Trinken. Ich meine, klar können die das jetzt hier alles einkaufen. Aber Leute, das muss ja auch finanziert werden. Die Familie, die die aufgenommen hat, die müsste jetzt für jeden Tag für 11 Personen Essen einkaufen, Trinken einkaufen. Wie lange kann man sich das erlauben? 4 Tage? Ja. Da wird jeder an seine Grenzen kommen von uns, sage ich jetzt mal. Außer man ist jetzt so ein super Reichverdiener. Dann nicht, aber da wird jeder an die Grenzen kommen. Und das war irgendwie bei der Steffi, die haben sich da organisiert und dann kam auch mal zur Rede, sag mal, wollt ihr nicht einfach mal Essen machen? Essen machen? Habe ich zugehört, habe gesagt, weißt du was, Essen machen wir. Geile Idee, gute Sache, damit können wir helfen. Und Leute, ich breche mir da keinen Zacken aus der Krone. Wir haben gesagt, ey, wir machen hier 100 Bigawatt-Chichis. Mit Feuerplattengemüse, Fladenbrot dabei, Eiwa dabei. Und da zeige ich euch gleich, wie ich das mache. Und ich habe mir überlegt, das Video jetzt hier, die ganze Kohle, die ich mit dem Video jetzt einnehme, also da diese Werbespots und zwischen, spenden wir alles der Familie. Ja. Ne? Und ich garantiere euch, Leute, jeder kennt mittlerweile einen im Arbeits-, Kollegenkreis, Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, die irgendwelche Flüchtlinge aufgenommen haben. Oder demnächst aufnehmen werden, weil da kommen noch welche. Das ist einfach so. Und Leute, grillt doch einfach mal für die. Das ist das, was ich auch mache. Und kann ich nur sagen, ladet sie auf ein Bratwürstchen ein. Damit ist den Familien geholfen, die aufnehmen. Ihr tut was Gutes, die freuen sich. Es wird irgendwo auch ein bisschen Geld gespart. Und wie gesagt, das kostet uns doch nichts, wenn wir da mal irgendwie 10 Bratwürstchen mehr holen. Also von daher, Leute. Diesen Samstag wird kein normales Video kommen, weil wir diese Woche nochmal grillen für eine andere Familie. Und ja, wir investieren die Zeit, wo wir eigentlich ein Video machen würden, dann mal da rein. Und deswegen mache ich Samstag irgendein Special. Ich habe mir da schon was einfallen lassen. Also Samstag kommt nur was Lustiges. Ne? So. Und wir müssen ja unseren Humor behalten und so soll auch mein Kanal sein. Der dient zur Unterhaltung. Aber das ist ein Thema, das geht uns alle was an und ich hoffe, ich kann euch auch ein bisschen damit anregen, zu helfen. Wir werden am Ende natürlich nicht die Familie zeigen, wo wir es hinbringen, weil das ist privat und ich will nicht da mit dem Leid anderer Leute hier irgendwie vor der Kamera was machen. Deswegen grillen wir jetzt einfach, guckt euch das an, guckt euch die Werbung an, die hier vielleicht zwischendurch irgendwie ist. Kohle wird gespendet, wir bringen den gleich das Essen und Leute, euch trotzdem eine schöne Woche. Long live and prosperity, but the difficulties they put on us.
Leute, und egal wie, nur wenn ihr helfen könnt, helft. Ob Sachspenden, Essen, Kohle, so wie ihr halt könnt. Und am besten auch nicht unkoordiniert, sondern fragt, was die brauchen. Dann freuen die sie doppelt und allen ist ein bisschen mehr geholfen. Also, wenn ihr könnt, bitte helfen. This is a call from human sanity. You better stop the war before we get used to it when think about it. We better stop the war. Coming mass production, we better stop the